Rund 220 Gäste aus 25 Nationen trafen sich zum zweiten nationalen Gebetsfrühstück im österreichischen Parlament in Wien. Unter anderem waren Vertreter aus 3 Religionen und 10 christlichen Konfessionen, wie beispielsweise Kardinal Schönborn und der stellvertretende Generalsekretär der weltweiten Evangelischen Allianz, Thomas Schirmacher, zu Gast. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass Christen das im Gespräch miteinander sich gegenseitig deutlich machen, wie abhängig wir von Gott sind. Nicht, weil wir denken, auf jede Frage eine göttliche Antwort zu haben, sondern weil wir davon überzeugt sind, dass unsere ganze grundsätzliche Integrität, unser ganzes Hingegebensein an das Wohl der Gesellschaft eben tatsächlich an unserer Beziehung zu Gott hängt. Neben Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und der Abgeordneten Gudrun Kugler, die die Veranstaltung moderierte, beteiligten sich Politiker aus 5 verschiedenen Fraktionen. Die Tradition der Gebetsfrühstücke stammt ursprünglich aus den USA und wird neben Washington auch in Berlin, Brüssel, Kiew und Jerusalem veranstaltet.